Das reicht jetzt, denke ich. Genug Vorgeplänkel. Hier kommt, worauf alle gewartet haben, was beweist, dass ich keine Vorurteile, dafür aber einen feinen Sinn für Humor habe. Schwert und Krone zählen ja nicht. Alle dürfen ein Tänzchen wagen. Könige, Lords und Talaren gezücht, die Blauen und die Weißen kragen. Das Schicksal bietet viele Tode, dazu noch Leid. Los, das Schicksal erlöst nur wenige. Ein Schuldiger her muss. Feuer, Pest und seltene Krankheit, nasses Ende, Stich ins Herz. Ein langer Sturz von Kellerstufen, jäh ist's aus, keinen Scherz. Oft ist mein Lärm beschwerlich hart, der Schweiß fängt an zu rennen. Nach dem Tanz muss ich dann ruhen und das Festmahl kann beginnen. Essenszeit. Vor dem Tod sind alle gleich. Alle haben das gleiche Recht, gefressen zu werden. Anstellen, Leute! Nicht drängeln! Jeder kommt ran! Boshaftes Viech! Feierst, während das Wunderland zerstört wird! Ich bin nicht der Feind, den du suchst, Alice. Ich wollte dieses Stück Wunderland vor dem Ungetüm verbergen. Diplomatie ist zwiespältig. Wir müssen alle unsere Rollen spielen. Bist du Bauer oder Dame? Idiot oder praktizierender Narr? Gleich wie es ausgeht, gewöhne dich an den Gedanken, dass du irregeführt wurdest. Und frag dich dann, von wem? Oh nein! Wer hat diesen verwünschten Zug in Bewegung gesetzt? Wo kommt er her? Er kam an, dass du ankamst! Und er ist doch schnell hier, dass du es dir vorstellen kannst! Der Tod deines Frau! Die Raupe! Mag vielleicht nicht viel. Die Raupe! Welche... Ach, warte mal. Die große Raupe. Gab's doch irgendwie so. Okay, wir sind wieder in der echten Welt. Was? Das Blut in meinem Mund schmeckt gar nicht. Wo ist der Kerl, der mich geschlagen hat, Nanny? Der miese Kerl ist bewusstlos, aber leider noch am Leben. Was wollte er? Was wir alle wollen. Geld für nichts. Was hast du dir dabei gedacht, dich einzumischen? Hättest draufgehen können. Nanny, ich bin völlig durcheinander. Ich muss wissen, was diese furchtbaren Visionen bedeuten. Es geht um das Feuer. So wie immer. Du musst weiterleben, Alice, so wie ich. Wenigstens trotzt sie keinem Irrenhaus um sein Haus. Meine Vergangenheit ist tot. Ich habe sie umgebracht. Ich hätte sie retten müssen. Ich hätte sterben müssen. Ihr Verstand lag im Scherben. Radcliffe dachte, vertraute Gesichter würden sie zu sich bringen. Nach einem Jahr verlor er das Interesse an ihrem Erbe. Habgieriges Schwein. Stellt aber immer noch seine bizarren Fragen. Gute Dosis Wahnsinn, würde ich sagen. Aber in diesem Leben ist Ehrlichkeit nicht die beste Taktik. Wenn sie nicht komatös war, hat sie geglotzt. Mit Augen wie Windräder. Gesabbert. Manchmal gekreischt. Aber nie etwas Sinnvolles. Kindisch wie sie war, hat sie ihre Geheimnisse für sich behalten. Ich bekomme schon Gänsehaut bei Musik. Spanner. Ordinär wie Kakerlaken. Und die armen Dinge sind nichts als Futter für Perverse. Wie Ameisen, die von einer Wespe gefressen werden. Oder die gelähmte Beute einer Spinne. Du hast mich in Rutledge besucht. Was du erinnerst dich? Radcliffe hat mir was bezahlt dafür. Eine alleinstehende Frau muss manchmal Dinge tun, auf die sie keine Lust hat. Wie du sicher weißt. Schwester Whitless meinte, du würdest harte Zeiten durchmachen. Ich saufe nicht wie sie. Ich tue niemandem weh. Ist kein schlechtes Leben, Alice. Abgesehen von den Zuhältern. Sie sagte auch, du hast vielleicht mein Kaninchen. Bitte, Nanny, erzähl mir von... Dem verdammten Feuer? Also wirklich. Sieh mal, Alice. Ich kann dir nicht geben, was ich nicht habe. Radcliffe hat den Untersuchungsbericht geschrieben. Ich bring dich zu ihm. Er hat auch dein verfluchtes Kaninchen. Erinner dich dran. In Ordnung, aber Mr. Radcliffe ist nutzlos. Als wüsste ich das nicht. Ja. So geht das manchmal. Also suchen wir gerade nach unserem Täter, der das Feuer entfacht hat. Das Ganze war ja vor dem Teil. Was sagen die mir? Komm,
Ich hätte gerne so ein Stück Käse, also so... Ist das hier vorne Käse? Der sieht so komisch eingesunken aus. Gibt es Käse, der einsinkt? Was ist das? Oh, Rippen. Spare Ribs. Ich liebe Spare Ribs. So. Na, Ohren aufgesperrt? Yo, hab mich umgetan. Momentan nichts zu machen. Wimmelt nur so vor Polypen da seit den dreckigen Morden. Wer war's denn? Wenn du sowas wissen willst, dann frag jemand anderen. Ist da heute jemand empfindlich? Bin doch nicht dein Hündchen. Kannst selber scheiß Laufbursche spielen. Okay, scheinbar ist Radcliffe etwas suspekt, weil der komische Fragen stellt und bezahlt, dass die da hinkommen. Wieso verbergen die ihre Kapuzen? Und der sieht irgendwie genüsslich dabei aus. Angesichts der Qualität der Ware erscheint mir das Angebot mehr als großzügig. Sie wissen, mit Frauenherzen umzugehen, was? Und wenn Sie Ihre Börse nicht ein wenig weiter öffnen, ist das auch alles, mit dem Sie umgehen. Wir werden uns sicher einig. Du würdest mehr verdienen, wenn du weniger reden würdest. Meine Lippen sind versiegelt. Aber nein, Schätzchen, das wäre gar nicht gut. Ist das hier der Strich? Sieht irgendwie so aus. Okay. Tut mir leid, aber ich muss jetzt Schluss machen. Mal wieder. Nach der Szene. Ja, wer ist da? Alice Little, Mr. Radcliffe. Ah, du bist zurück. Komm besser hoch. Achtung, Tür öffnen. So, bis zum nächsten Mal. Haut rein. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Alice Madness Returns. Und ich muss ja sagen, man sieht, dass das nicht das schönste Spiel ist, ne? Und dass auch die Einstellungen von den Konfigurationen nicht sehr weit reichen. Da gibt es noch nicht mal Qualitätseinstellungen. Ne. Aber ich finde das Spiel, auch wenn es mich öfters zum Ausraster bringt, richtig gut. Warte mal, wir haben neue Haare. Haben wir die ganze Zeit schon so? Ich weiß es gerade nicht. Aber haben wir im Wunderland nicht längere Haare gehabt? Schrift halt in dieser Tinte, Redcliffe. Eselshaus. Okay. Das sieht hier aber ziemlich chinesisch aus. Naja. Oder asiatisch angehaucht aus. Muss ich sagen. Mit einem eckigen Globus. Und jede Menge Büchern. Und seinem Hut. Wie schön. Naja, es ist ja auch ein chinesisches Unternehmen, was das Ganze gemacht hat. So. Also das ist die Tinte, die er meint. Oder die sie meint.
Gut, dann geht's mal ab nach oben. Was sagt Alice zu diesem Bild? Falsch. Radcliffe, spannende Droge, kaum. Was? Radcliffe, der aus spannender Droge machen kann, sagt die gebogenen. Ach so. Die geblogene Klinge in seinem Maitu-Katana. Boah, ich kann heute echt nicht lesen. Okay. Also wir haben hier auch noch... Okay, der Radcliffe hat scheinbar schon so einen Tick für China-Samurai irgendwas, ne? Ja, das kann gut sein. Achso, ich sollte mich noch entschuldigen, bevor ich in diesen Raum gehe, dass ich in der letzten Aufnahme mein Mikro falsch platziert habe und deshalb dauernd reingeatmet habe und das war halt nicht so schön. Aber jetzt gehen wir mal zu Radcliffe. Sie haben mein Kaninchen. Hast deine Manieren vergessen? Was wohl sonst noch? Du hast es in Rutledge zurückgelassen, meine Liebe. Das hatten wir doch schon. Beleidigt, wie üblich. Triefend vor Dünkel und wirren Vorwürfen. Ich hätte ihr Kaninchen gestohlen. Lächerlicher Vorwand. Sie ist wieder wegen des Feuers hier. Das Einzige, worüber dieses verrückte Gör sprechen will. Laut meinem Bericht starb die Familie durch einen Unglücksfall. Sie will es nicht akzeptieren, kommt immer wieder mit ihren mörderischen Erinnerungen. Will unbedingt die Wahrheit erfahren. Wahr ist aber wohl, das Feuer brach in der Bibliothek aus, als die Katze eine Lampe umstieß. Eltern und Schwester wurden oben von den Flammen eingeschlossen. Ihre Schwester Lizzie schloss nicht mal die Tür auf. Starb im Bett. Dass die Katze schuld sein soll, macht sie rasend. Sie verneint es. Das macht keinen Sinn, kann nicht sein und so weiter. Stimmt. Ich hatte von Anfang an den Eindruck, Alice sei eine Pyromanin. Sie hatte diese Fixierung auf Feuer. Als ich einmal anmerkte, dass sie selbst vielleicht eine größere Rolle bei diesem Drama gespielt hat, bekam sie eine Art psychotischen Schub. Okay. Er will uns dafür verantwortlich machen. Hast du den Kopf abgerissen? Ich wollte es. Was von meinem Hirn übrig ist, wird explodieren. Ist es verrückt, für bessere Halluzinationen zu beten? Vielleicht ist es mein Schicksal, hier zu sterben. Ach, jetzt. Mach doch nicht so einen Scheiß.